sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte den Punkt auch nochmal bekräftigen. Wir haben ja heute vier Anträge vorliegen. Der eine heißt Obelisk behalten, der andere heißt Ankauf des Obelisken, der dritte heißt Verbleib des Obelisken in Kassel und auch in der CDU. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Duktus ja auch, wir wollen, dass der Obelisk bleibt. Wir sind uns also an dem Punkt eigentlich einig. Die Frage ist, was sind wir bereit, wie weit zu gehen? Also was zählt dann mehr, ob man dann mit dem Standort total zufrieden ist oder nicht? Aber wenn wir sagen, wir wollen, dass der Obelisk bleibt, dann sollten wir, finde ich, heute nicht wie im Juni aus der Stadtverordnetenversammlung gehen und wieder nicht wissen, was in zwei Wochen ist. Sondern es wäre schön, wenn wir hier rausgehen und tatsächlich ein klares Signal setzen. Es ist angesprochen worden, der Obelisk ist nicht einfach nur ein Lego-Baustein, das man versetzen kann, wie man will, sondern es ist entstanden mit einem Narrativ, vom Material, von der Botschaft, von der Farbe, für den Standort abgestimmt. Es passt da perfekt dorthin und wir haben da als eine klare Zusage des Künstlers, dann überlässt er ihn auch unserer Stadt, dass der Obelisk hier bleiben kann. Das ist das, was wir klar wissen. Herr Geselle, ich habe Ihnen auch sehr genau zugehört und Sie haben deutlich gemacht, dass die Entscheidung bei uns Stadtverordneten liegt. Dennoch habe ich Ihren Redebeitrag so verstanden, dass Sie eigentlich einen klaren Standort haben, den Sie präferieren, das ist die Treppenstraße, und dass Sie von uns nun die Zustimmung dazu haben und ein klares Signal, damit Sie gestärkt zum Künstler gehen können und sagen können, die ganze Stadt will die Treppenstraße. Wir wollen aber, dass der Obelisk bleibt und dafür müssen wir vielleicht auch dem Künstler den Rücken stärken, dass wir sagen, auch der Königsplatz ist für uns dann eine Möglichkeit. Wir wollen lieber, dass auf dem Königsplatz steht, dass man vielleicht hier zufrieden ist, aber wir wollen, dass der Obelisk bleibt, nicht nur aus dem künstlerischen Grund, nicht nur aus dem Grund zur Stärkung der Dokumente, sondern auch für das, was er symbolisch inzwischen geworden ist und wofür er steht. Und dafür ist es eben auch, ich finde auch, das passt ja zu der Botschaft des Obelisken. Dann kann man nicht noch tausend Veränderungen sich wünschen, sondern dann muss man ihn nehmen, wie er ist. Und zum Obelisken gehört auch der Standort. Und die einzige Möglichkeit, heute hier rauszugehen und zu sagen, wir können garantieren, dass der Obelisk bleibt, dass wenn wir sagen, der Königsplatz ist wieder im Brennen, auch da kann drauf zugegangen werden. Bei allem anderen läuft man das Risiko, dass der Künstler entweder sagt, er will es nicht, oder dass er vielleicht das für zwei Wochen verschiebt. Deswegen greife ich auch nochmal das Szenario von Herrn Weiger, oder Sie meinen, öffnen Sie die Türen, die da auch geboten sind. Die Tür ist offen vom Künstler und wir müssen eigentlich nur dorthin durchgehen und sagen, ja, wir wollen, der Obelisk bleibt, und dann ist auch der Königsplatz eine gute Möglichkeit und die einzige Garantie.